Herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute fahren wir zum Spot. Und ich habe einmal meine 500er dabei und die 350 von meinem Bruder. Der fährt heute auch das erste Mal. Also die Karre zumindest. Und genau, wir sind jetzt auch gleich da. Und dann werden wir mal sehen. Ich hoffe, der Platz steht nicht unter Wasser. Ist noch ein bisschen nass auf jeden Fall. Heute nur eine Stunde zu spät. Das wird doch nichts. Doch, doch, schieb raus, das kommt gerade, der Segen. Doch, doch. Doch, doch, das sieht gut aus. Das war mal ein Enduro. Doch mal nach vorne, Otto. Geht nicht. So. So, jetzt kommt sogar die Sonne raus. Dann ist der Platz ja vielleicht gleich trocken. Aber vorsichtig fahren. So, die Sonne ist jetzt rausgekommen, der Platz ist ein bisschen trockener und deswegen werde ich jetzt mal eine Runde fahren. Es ist praktisch das erste Mal dieses Jahr richtig und auch das erste Mal seit meinem Unfall. Also ich bin gespannt. Ich konnte ja auch nach meinem Unfall nicht mehr fahren. Ja, und ich muss mir jetzt wieder angewöhnen hier mit der Lefty. Die bin ich auch noch nicht wirklich gefahren. Dass ich immer einen Finger an der Kupplung habe, weil ich habe eigentlich immer zwei an der Kupplung. Das habe ich mir leider so angewöhnt. Das ist ein bisschen doof, weil jetzt muss ich mich umgewöhnen. Also Tipp an alle, lernt es gleich mit einem Finger an der Kupplung, Wheelies und so, dann ist es einfacher. Weil dieses Umgewöhnen ist jetzt richtig Katastrophe. So, dann werde ich jetzt mal einen Willi machen. Ich habe ein bisschen Angst. Ah, perfekt. Komm an die Kupplung dran. Das ist übel der Krampf, wirklich. Mach mal jetzt. Von heute mehr geht nicht. Ich probier mal. Ja, jetzt komme ich wenigstens ein bisschen hier ran. Schon mal besser. Richard ist ja auch schon fleißig am Fahren. Der muss erstmal seine Reifen einfahren. Der hat komplett neue Reifen drauf. Ist natürlich top bei dem Wetter hier. Hätte ich auch richtig Bock. Mann! Ja, die Kette sieht aber auch gut aus. Ja, die ist neu. So, ich habe mich jetzt ein bisschen eingefahren, aber man merkt es auf jeden Fall schon, wenn man lange nicht gefahren ist, dann ist immer richtig kacke. Also man muss schon regelmäßig fahren. Oh, chillig. Dann geht es auch wieder, aber sonst ist immer ein Kacke. Und ich muss mich noch an meine Übersetzung gewöhnen, die ist auch echt gewöhnungsbedürftig. Also ich bin vorher 14,46 gefahren und jetzt fahre ich 14,52. Das ist ein kleiner Unterschied auf jeden Fall, den man merkt. Aber es wird. So, jetzt werde ich mal Stand-Up-Wheelies mit Bremse machen. Ich habe das ja bisher mit dieser Karre immer ohne gemacht, weil ich dumm bin. Nee, ich weiß ungefähr, wo der Kipppunkt ist. Deswegen ist auch noch nie was schiefgelaufen. Aber
Vielleicht war es auch Glück. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Bremse. Und jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren, auch wenn ich mich erst noch daran gewöhnen muss. Ja. Fahren. Okay. Also mit der Übersetzung mache ich das mal im vierten. Boah. Ja. Also ich muss sagen, komischerweise fand ich die Highchair-Wheelies, vor allem die habe ich auch ohne Bremse mit diesem Motorrad gemacht, nicht so schlimm wie gerade die Stand-Up-Wheelies. Also die triggern mich gerade. And so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Ja, ist ja gut, Alter. So, wir haben jetzt die Mopeds wieder eingeladen. War ein erfolgreicher Spot-Day. Die Mopeds sind auch gut dreckig geworden. Also erstmal wieder putzen. Aber man muss sagen, ja, das Wetter ist auf jeden Fall noch gut geworden. Aber es wird jetzt Zeit, nach Hause zu fahren. Ich muss noch arbeiten. Tschüssi!